Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Die Sache ist halt die, und es betrübt mich, das so zu sagen, aber weder Ryan noch Weise noch Emma Dormer haben irgendeinen Grund, diesen Kupferschmuck erworben zu haben und absichtlich, weil es ist viermal passiert, absichtlich am Tatort hinterlassen zu haben. Ryan ist Kriegsveteran. Ich weiß nicht, warum er Schmuck kaufen sollte und dann dort zu hinterlassen als Ablenkung. Das ist nicht seine Art. Er ist gerade heraus und ist ihm scheißegal, was die Leute denken. Walter Weise, er will etwas gegen die Krankenversicherung machen. Warum sollte er dann, also, weiß ich nicht. Weil es erschließt sich mir nicht. Und Emma Dormer, wenn es im Affekt passiert ist und viermal hat sie Schmuck fallen gelassen, den sie vorher erworben hat, da würde ich halt, das deutet für mich halt auf Anna Turner hin. Um ein Zeichen zu setzen und, also nicht um ein Zeichen zu setzen, sondern wegen den Misshandlungen, sie war ein staatlicher Obhut in diesem Kinderheim in Eisen 2. Es wurden Warnattacken gegenüber Männern festgestellt, weil anscheinend ihr Vater ihre Mutter zu Tode geprügelt hat. Edelhack fragt im Chat gerade, ob Emma den Schmuck wirklich verkauft hat. Wir waren bei also ihr. Sie sagt, sie hat ihn verkauft, was wir aber noch, wir haben die Käufer des Schmucks noch nicht gefunden. Also wir haben eine Lücke zwischen Verkauf und Tatort. Eigentlich wäre es interessant, mit ihr nochmal zu reden, um rauszufinden, wo denn der Schmuck dann hingegangen ist. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mit Anna Turner reden. Aber außer, dass Anna Turner irgendwie eine Schwierigkeit mit Männern hat, haben wir auch gegen sie nichts in der Hand. Nee, aber wir müssen mit Anna Turner reden, weil wenn wir wirklich herausfinden, was mit dem Schmuck passiert ist, deutet das eventuell auf einen der anderen Verdächtigen. Wenn wir zu einem anderen Verdächtigen hinfahren, können wir nur Schuld oder Unschuld rauskriegen. Also Edelhack sagt übrigens, sein Bauchgefühl sagt Emma, er weiß nicht warum. Mein Bauchgefühl sagt auch Emma und ich kann zumindest sagen, mir geht es um den Weg des Schmucks. Ja. Weil ich wüsste nicht bei Anna Turner warum. Also wenn, dann sind die Typen sie komisch angegangen. Ja, wir müssen jetzt auch so nicht entscheiden, wen wir nehmen, sondern wir entscheiden jetzt, wo wir mit Ryan hinfahren, um zu ermitteln. Deswegen Emma Dormer, um rauszufinden, wo der Schmuck hin ist. Aber Anna Turner hat den Schmuck ja verkauft, nicht Emma Dormer. Ach so, ich dachte, Emma hat den Schmuck verkauft. Nee, Anna Turner hatte den Schmuck und hat ihn verkauft. Emma Dormer ist nur die Frau, die wir in der Kneipe mit den roten Haaren mal getroffen haben. Wenn Anna Turner diejenige war, die den Schmuck verkauft hat, dann habe ich das gerade komplett falsch argumentiert. Und dann nehmt alle meine Argumente, die ich aufgebracht habe, und sagt Anna Turner. Und schiebt sie in die Richtung Anna Turner. Ja, machen wir zu und ich bin mal gespannt, welche Optionen. Okay. Ich denke, man sollte mal sprechen mit Anna Turner. Da sind wir uns einig. Ja. Gut, bring deine Sachen zu Ende. Ich werde unten auf dich warten und mach schnell. Als ob du jemals einen genauso munterer Staatsdiener gesehen hättest, als ob du jemals einen genauso munteren Staatsdiener gesehen hättest wie mich. Kein Kommentar. Übrigens sollen wir ein Hörspiel machen, sagt Belana. Und Edelhack hat schon zugestimmt. Tja. Wir üben das noch ein bisschen. Wir haben das auf der Möglichkeit, wir haben das in unseren Möglichkeitsraum gestellt. Aber wir sind jetzt auch durch mit allem. Das heißt, wir gehen da hinterher. Ja. Auf zur Befragung. Ergebnis des 19. September. Kein Geld ausgegeben, minus 10 bei der Partei. Ups.
Bergleutebezirk minus 2, Bazarbezirk minus 2, Wolframbezirk minus 10, Oljufbezirk minus 2. Die minus 2 ist wegen der Betrieb der Firma und minus 10, weiß ich nicht genau, woher das kommt. Weil wir kein Öl haben, oder? Ah, ja, wahrscheinlich. Guten Tag, Genossen. Guten Tag, Anna. Verzeiht die Unannehmlichkeiten. Wir wollten Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich nehme an, dass ich zum Stadtvorsteher und dem Leiter der politischen Abteilung Nein sagen kann? Kommt nicht bitte herein. Nein sagen kann. Da fehlt, ja. Ja. Da fehlt nicht Nein sagen kann. Kommt bitte herein. Sie erfahren. Soweit wir wissen, wurden Sie von der Polizei bezüglich der kürzlichen Morde in der Stadt bereits befragt. Ja, es ist natürlich schrecklich, dass so etwas jetzt noch passiert. Kannten Sie die Opfer? Nein, ich habe wenige Bekannte. Hauptsächlich sind es Kollegen und Schulfreunde. Wissen Sie, warum der Mörder neben den Leichen den Schmuck Ihrer Mutter hinterlassen hat? Meine leibliche Mutter hat meinen Vater umgebracht, als ich noch klein war, Genosse Rüber. Verzeihen Sie bitte, ich wollte sagen... Kein Problem. Ach, Sie wussten das doch nicht. Ich hätte nicht so reagieren sollen. Anna, antworten Sie auf die Frage. Ich weiß nicht, ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht ist es ein Verrückter. Ich denke, Sie wissen das besser. Vielleicht war Ihre Pflegemutter mit Ihnen bekannt? Ich bin nicht sicher. Obwohl... Mama hat einigen Kandidatinnen dabei geholfen, höhere Positionen zu bekommen. Ich glaube, sie hat eine von ihnen in diesem Kontext erwähnt. Rayan? Hast du noch eine Frage? Ich denke nicht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Anna. Schönen Tag noch. Freut mich, dass ich helfen konnte. Auf Wiedersehen. Wir müssen prüfen, ob es zwischen Leslies Tätigkeiten und den Morden einen Zusammenhang gibt. Ich frage Strasser, was er davon denkt. Wir werfen einen Blick auf die Archive. Wozu? Wer weiß das schon? Intuition. Falls ich etwas erfahren sollte, dann lasse ich es euch morgen wissen. In Ordnung. Dienstag, 20. September. Okay, Reflexionspause. Ja. Kurz Helen. Okay, guten Morgen, Francis. Guten Morgen, Helen. Sie haben noch eine Beschwerde von unserem umtriebigen Genossen Shallow zu bekommen. Der hat mir gerade noch gefehlt. Na gut, lass es auf dem Tisch. Ich habe auch die neueste Ausgabe der Zeitung mitgebracht. Ich dachte, die wird Sie interessieren. Ich bin kein blindes Kätzchen, Helen. Verzeihung, vielleicht war das etwas grob. Nun ja, ich habe das bemerkt. Das macht nichts, Francis. Danke, Helen. Möchten Sie vielleicht Kaffee? Oder Tee? Sie sehen nicht so wohl aus. Ja, das wäre genau richtig. Vielen Dank. Also, Kaffee oder Tee? Tee mit Milch. Das kannst du gut. Ich denke nicht, dass er besser ist als bei jemand anderem. Das ist keine Wissenschaft für sich. Bei Tee würde ich da widersprechen. Ich bin da auch noch hin und her gerissen. Reflexionspause. Also erstmal kurz noch zu ihr. Ist es erstaunlich dafür, dass sie so gut ausgebildet ist, dass sie irgendwie dann doch sehr häufig Kaffee und Tee bringt? Also ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was eigentlich ihre Rolle in diesem Spiel ist. Greift meine Paranoia gerade auf dich über? Möglich. Hab beides schon gehört.
Aber, nee, also ich weiß es nicht. Ich stelle das jetzt erstmal so in den Raum. Aber zurück zu der Befragung eben. Was war denn gemeint mit der Aussage von Anna Turner, dass ihre Mutter anderen Kandidatinnen geholfen hätte? Wobei und welche anderen Kandidatinnen? Nicht Kandidatinnen, Kandidaten. Und ja, ich habe das so verstanden. Pass auf, das erste Gespräch, was wir mit Anna hatten, da war ja auch ihre Adoptivmutter dabei, wo Anna zu ihr gesagt hat, du bist immer so viel stärker. Die Adoptivmutter hat Leuten aus der Partei dabei geholfen, in der Partei aufzusteigen. Und vielleicht ist es jetzt so, dass sie was herausbekommen hat. Keine Ahnung, wer dafür zuständig war, dass Anna misshandelt wurde oder es ihr nicht gut ging oder keine Ahnung. Und hat oder das zugelassen hat, dass die leibliche Mutter von Anna irgendwie so behandelt wird oder ich habe keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Weil Möglichkeiten, also ein klares Motiv gibt sich mir nicht. Aber sie ist vom Charakter her, wird beschrieben als sehr stark. Ja. Also so habe ich das verstanden. Ich war jetzt auch gerade ein bisschen irritiert und ich habe auch gerade noch mal im Chat geguckt. Edelhack hat das auch angemerkt. Der Vater hat die Mutter umgebracht. Also der starb ja nach, also das ist ja auch eine neue Information. Nee, also Anna hat gesagt, ihre Mutter hätte ihren Vater umgebracht. Aber in der Akte stand es andersrum, dass der Vater die Mutter umgebracht hat. Auch eigenartig. Ja. Ja, ich finde, Belana fasst das hervorragend zusammen mit dem wunderbaren Wort kurios. Die Frage ist, sollten wir uns jetzt weiter darüber den Kopf zerbrechen oder warten wir ab, bis er mit seinen Ermittlungsergebnissen zurückkommt? Ja. Und du sollst dich noch oder müsstest dich noch bewegen und trinken. Genau, also wir können die Akte leider nicht aufmachen, weil sie liegt nicht auf unserem Tisch. Hier haben wir die Dossiers über die Personen. Wir haben die Akte nicht vor uns. Die kommt immer mit Rayen durch die Tür. Die haben wir leider nicht vor uns. Ich könnte jetzt in der Streamaufnahme zurückgehen, aber wir haben die jetzt leider nicht akut vor uns. Okay, machen wir weiter hier mit anderem Aufruhr, mit dem 20. September. Wir haben hier alles Mögliche neu. Wollen wir direkt mit den Ressourcen einsteigen? Ja, bitte. Im Spiel sind wir im Jahr 1988. Horsti, weil du das fragst. Wir sind im Jahr 1988. Okay. So, Tage vor dem Versand 0. Was heißt das jetzt? Oha. Oh. Wieso ist das denn so viel? Ah, wir haben noch nichts ausgegeben, um Werkzeuge zu bekommen. So, wir haben 57, aber ich glaube, wir müssen, also wenn ich das jetzt, wir haben 57, ne? Wenn ich das jetzt richtig lese, müssen wir 50 überbehalten, oder? Shit. Das wäre jetzt meine Interpretation davon. Ja. Wir sind sowas von im Arsch. Also wir haben da oben, was ist das denn eigentlich für ein Zeichen, wo die 18 daneben steht. Das hier? Werkzeuge. Ah ja. Werkzeuge, die wir brauchen, um Dinge zu produzieren. Na, die Öl brauchen wir ja auch. Da hatten wir ja das Problem in der Stadt. Ja, ja. Ich würde jetzt sagen, ich würde das hier nicht so ernst nehmen. Oder ich würde das hier ernst nehmen, aber bevor wir nicht unsere Quote erfüllen, dann handeln wir uns lieber Ärger damit ein, als dass unsere Stadt noch weiter vor die Hunde geht. Ich würde hier auf Standard zurückgehen. Okay. Weil
27. Puh. Ja, wir verbrauchen dann auch automatisch weniger Rohstoffe. Ja. So, und würde die 57 tatsächlich ausgeben, so wie wir es brauchen. Also. Ich würde hier den Betriebsmodus runternehmen. Dann sind wir hier im Positiven. Immer noch. Mhm. So, hier. Öl. Mal gucken, was wir machen, wenn wir da runtergehen. Minus 2. Haben wir noch was? Haben wir noch 2 übrig? Könnte ich mit leben. Medikamente. Können wir auch runternehmen. Hm. Haben wir dann genug? Das haben wir. Das sieht so aus. Ja. Und Altstadt. Da brauchen wir 6 und nehmen den wieder runter und sind hier oben auch auf 3. Hier oben nur auf plus 0, aber es ist okay. Dann haben wir 14 zu wenig, aber dann haben wir halt 14 zu wenig. Ja, sehe ich ähnlich. Also erstens mal, weil wir überhaupt nicht wissen, was passiert, wenn wir es nicht abliefern können. Also wir können dann die Quote nicht erfüllen, aber da ja unser Staat aus diesen 5 Kommunen besteht und es denen ähnlich geht wie uns, würde ich jetzt einfach sagen, ich würde auch gerne wissen, was passiert, wenn wir das nicht erfüllen. Ja, geht mir genauso. Und ich würde jetzt sogar sagen, wenn wir schon die Quote nicht erfüllen, dann würde ich zumindest nochmal 3 in die Werkzeuge geben, dass die noch 3 im Lager haben. Dass wenn wir 0 haben, wir auf jeden Fall Werkzeuge kriegen. Ja, damit kann ich leben. Das finde ich gut. Aber viel mehr würde ich nicht ausgeben. Also ich würde es schon gern so haben, dass wir im Zweifelsfall in der nächsten Runde die 50 liefern können. Ja, genau. Also je nachdem, was jetzt passiert. Ja. Okay, dann haben wir die Ressourcen abgeschlossen. Oh. Ihr Tee, Francis. Danke, Helen. Gern geschehen. Helen, warte mal. Ja? Nimm Platz, bitte. Gut. Was denkst du über das, was alles abläuft? Das scheint außerhalb meiner Zuständigkeit zu sein, Francis. Helen, du kannst sicher nicht nur Tee kochen. Du bist viel cleverer. Mir tut sogar leid, dass du deine Zeit darauf verschwendest. Und du bist eine der wenigen, denen ich hier vertrauen kann. Also, ich würde Ihnen gern helfen, Francis. Aber ich verstehe wirklich nicht, was Sie von mir hören möchten. Ich freue mich auch, dass Sie so denken. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich hoffe, dass ich Sie nicht enttäuschen werde. Mir scheint es merkwürdig, dass du nicht irgendeinem Verwandten Verwaltungsposten bekommen hast. Du könntest durchaus auf meinem Platz sitzen, wenn man bedenkt, entschuldige, ich hätte nicht damit anfangen sollen. Meinen Sie die Verbindung meines Vaters und die Politik des neuen Kurses? Ich könnte vielleicht, aber ich bin kein Parteimitglied. Warum ist das so? Jeder hat seine Gründe, Francis. Verzeihen Sie, aber ich wollte darüber nicht sprechen. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Nun ja, es scheint, dass Sie nicht der Einzige sind, der sich heute unglücklich ausgedrückt hat. Das macht nichts. Ich verstehe das alles. Ich werde besser gehen, Francis. Und wenn Sie Hilfe brauchen, fragen Sie mich. Das war längst mal überfällig, dass wir sowas machen. Mhm. Auf jeden Fall. The Iron Herald. Hier oben, 20. September 1988.
unter der orangenen Sonne geboren. Genossen, wie ihr wisst, nähert sich der Tag des Gedenkens, an dem wir der Helden der großen orangenen Revolution gedenken, die für unsere lichte Zukunft gekämpft haben. Ich habe in diesem kleinen Notiz die Namen von Teilnehmern jener Ereignisse zusammengestellt, sowie Adressen und Telefonnummern angefügt. Ich hoffe, ihr findet einige freie Minuten, um diesen großartigen Menschen zu gratulieren. Genosse Alistair Shallow, Straße des orangenen Banners, Haus 14, Wohnung 42. Genosse Myrtin Ramsey, Stahlkocherstraße, Haus 13, Wohnung 25. Genosse Monika Becker, Straße der Orangengarde, Haus 5, Wohnung 12. Genosse Benedikt Bennett, Oststraße, Haus 2, Wohnung 33, Fortsetzung auf Seite 2. Genosse Karl Shallow. Ist das nicht der... Möglich... Ist das nicht der, der uns seltsame Briefe geschickt hat? Ich hätte auch gedacht. Und ich frage mich gerade, ob dieser Genosse Karl Shallow der Sohn von dem General Alistair Shallow ist, der da oben steht. Oh ja. Und ja. Oder war es Alistair Shallow, der uns geschrieben hat? Ja. Ach Gott. Dann wird das Ganze ja wieder interessanter, wenn er einer der Helden der Revolution ist. Ja. Ja. Okay, Arbeiterdemonstration fand in Eisen 1 statt. Der Leiter des Stadtkomitees traf sich am 19. September mit Demonstranten. In unserer ruhmreichen Stadt fand eine friedliche Demonstration von Arbeitern des Klaus-Wolfram-Hüttenwerks statt, die mit einer Kundgebung abschloss. Die Versammelten erörterten wichtige Fragen des Arbeitsalltags und der Verwaltungsaufbaus von Eisen 1, wonach sie eine Liste von Vorschlägen für die Verbesserung des Alltags des werktätigen Volkes erstellten. Der von den Arbeitern des Werkes gewählte Vertreter übergab diese Vorschläge dem Leiter des Stadtkomitees, dem Genossen Francis River. Das Oberhaupt unserer geliebten Stadt dankte den Arbeitern für das Interesse am Leben der Einwohner der Stadt, wobei er bemerkte, dass viele Vorschläge durchaus konstruktiv seien und versprach, diese bei seinen weiteren Arbeiten auf dem Posten des Leiters des Stadtkomitees zu berücksichtigen. Genossin Sarah Chester. Ist das wirklich passiert oder habe ich einen Filmriss? Ich habe auch gerade überlegt, wer da mit wem welche Informationen... Ich werde verwirrt. Also meiner Paranoia tut das ja alles gerade nicht gut. So, der Bezirk Altstadt wurde als Region für vorrangige Entwicklung benannt. Ab dem 20. September 1988 erhält der Bezirk Altstadt der Corvinischen Kommune den Status einer Region für vorrangige Entwicklung. Dementsprechend werden gemäß Verordnung Nummer 1389 des Exekutivkomitees für die Gesamtkommune vom 14. September 1988 im Bezirk Altstadt neue Regularien und Gesetze bezüglich der wirtschaftlichen und politischen Betätigung der Bürgerinnen gelten. Natürlich werden diese Neuerungen auch in unserer ruhmreichen Stadt Eisen 1 gelten. Aha. Ich hoffe, dann geht's bald unseren Ressourcen besser. Wer hat das beschlossen und warum? Also wusstest du das? Nee. Okay. Also wir erfahren gerade aus unserer Zeitung, was bei uns gerade so los ist. Ja. Ich finde unseren Mangel an Informationen beklagenswert. Ich denke auch. Das war die Zeitung. Stiefelkante merkt auch an, dass es sehr rückwirkend geltend ist. Ja. Scheiße. Gut. Möge es sich positiv auf die Prosperität unserer Kommune auswirken. Möge es. So. Stadt oder? Oder Beschwerden? Stadt. Ja, ne? Ja, Stadt. Ich würde gerne wissen, ob sich das irgendwie auswirkt. So, der Mangel ist hier beseitigt, weil wir wieder was haben. Anscheinend automatisch, keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal Entscheidungen. Okay, Wolframbezirk an den Genossen Francis River. Frank, was zum Teufel? Warum gibt es in deiner Stadt eine monarchistische Untergrundgruppe und nicht nur, dass die Miliz nichts macht, sie deckt sie auch noch. Möchtest du, dass ich hier alles auf den Kopf stelle? Wirklich? Okay. Ich habe aus Ärger etwas übertrieben, aber urteile selbst.
Ein nicht gleichgültiger Kommunade berichtet dem Genossen John Chester über einen Rotzlöffel, der bei sich in der Bude eine Covin-Flagge versteckt. Und was machten seine Leute? Wahrscheinlich melden sie es uns, wie es sein soll. Von wegen. Sie ziehen in Fetzen ein, als ob der Fall darin besteht, kriegen was auf die Kralle und das war's. Und dann finden meine Leute bei dem Dreckskerl verbotene Bücher. Sie finden bei ihm einen echten Revolver, der rechtfertigt sich natürlich. Keine scharfe Waffe, ein historischer Gegenstand, aber so läuft das bei mir nicht. Bald singt er von den geplanten politischen Morden und auch von seinen Kumpanen. Also, es wird gut für dich sein, mir zu helfen. Du gibst Mittel für den Sondereinsatz. Wir filzen die Studenten. Nimm Chester an die Kandare, besser öffentlich. Übrigens, üb zum Beispiel Druck auf ihn aus, damit er die bestechlichen Cretins rauswirft. Wenn wir jetzt ein bisschen Aktion machen, wird alles gut. Rain Copper. Das mit der Waffe ist übrigens mal eine neue Information. Ja, du hast recht. Du hast ja recht, Chester. Cretins. Mittel wird alles gemacht. 12.000. Die zusätzlichen Ausgaben übernehme ich, aber mit meinem AIS-Vorgesetzten werde ich mich nicht streiten. 6.000. Ich verstehe nichts und ich weiß nichts, ob ich etwas verstehen möchte. Du kannst mit Chester selbst in den Clinch gehen. Ich habe damit nichts zu tun, wirklich. Und weil Horst die fragt... Die Chester in der Zeitung ist Sarah Chester. Die und Frau des Vorgesetzten der Milizen. Genau. Ich bin irgendwie immer noch bei meiner Vogelstrauß-Taktik, aber ich befürchte, das ist nicht mehr lange durchzuhalten. Ich glaube, hier sollten wir jetzt nicht den... Ich wollte gerade den Sand in den Kopf stecken sagen. Den Kopf in den Sand stecken. Nicht mehr. Das mit der Waffe ist halt krass. Mhm. Und auch, dass wir jetzt berichtet darüber bekommen, okay, das hat die AIS gemacht. Und eigentlich ist seine Aufgabe aus der politischen Abteilung eine andere, anders damit umzugehen. Das mag uns nicht gefallen, aber wir sind in dem, also ich meine, wir können nicht, indem wir... Also mein Argument wäre jetzt, wir können nicht unser Regierungssystem ändern, indem wir jetzt auf kleiner Ebene sagen, das soll jemand anders machen. Und die AIS ist jetzt auch wirklich nicht der vertrauenswürdige Verein, dem ich das überlassen wollen würde. Mhm. Die Frage wäre dann bei Variante 2, ob wir ihm einfach das Geld geben, aber den Streit mit Chester nicht führen. Und ich will ihn immer noch nicht komplett loslassen. Also ich möchte nicht, dass er jetzt wie wild geworden alle Leute in unserer Kommune verrückt macht. Ja, ich würde ihm entgegenkommen, aber nicht all the way, genau. Und wenn sich dann irgendwann rausstellt, dass die AIS tatsächlich Mist baut, dann können wir immer noch reagieren. Das stimmt. Ich befürchte, dass die AIS missbaut. Wir haben aber jetzt hier Anhaltspunkte dafür. Aber ich will mich jetzt mit ihm noch nicht streiten. Ja. Aber ich würde diese Variante nehmen. Ah, Poll ist up. Okay. Edelhack hat einen Poll gemacht. Also eine Umfrage. Ich bin sehr gespannt, was ihr denn dazu sagt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es geht ja immer noch um die Jugendlichen. Also es ist jetzt hier gerade immer noch die Vermutung, dass sich nicht nur ein paar Jugendliche zusammengetan haben, sondern es ist eine, weiß ich nicht, wie hat das formuliert? Monarchistische Untergrundgruppe. Also. Stiefelkante meint übrigens, dass er das Gefühl hat, dass es immer teurer wird, je weiter wir es rauszögern. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber ich befürchte, das wird dann das ganze Spiel über so sein. Also ich wäre immer noch für die 6.000 und nicht für die 12.000. Bedenkt, wir haben 31.000 Mittel. Mhm.
Und ich habe keine Ahnung, wann das aufgefüllt wird. Na, vorhin mussten wir beim, wie war das beim Gebiets, also vor 2 Tagen, letzte Woche mussten wir ja beim Gebietskommando zu Kreuze kriechen, die uns da irgendwie noch Geld geben mussten. Ja, und die haben gesagt, so läuft das nicht. Ja, also ich würde gern auch eher bei der 2 bleiben. Hätten wir keinen Poll machen sollen, wenn wir uns einig sind. Ja, der Poll sagt, 3 Stimmen für 12.000 Zahlen, 1 Stimme für 6.000 Zahlen, Vogelstrauß, keiner. Okay, ihr seht es also anders als wir. Tja, das Gute ist, du bist am Drücker und es steht 3-3 damit. Es steht 3-3 damit. Ich bin hier für einen balancierenden Akt tatsächlich. Ich bin hier immer noch für die 6.000. Ich auch. Genau wie noch wer anders, der abgestimmt hat. 3 andere nicht, aber ihr müsst euch ja nicht mit der Paranoia hier im Spiel umschlagen. Ich fühle mich auch besser, wenn wir die Mitte nehmen. Also nehmen wir die Mitte. Mhm. Gerne. Sie haben beschlossen, sich von der Wahl der Seite frei zu kaufen. Kopper ist unzufrieden, hat aber die Deckung der Ausgaben zulasten des Haushalts nicht abgelehnt. Übrigens hat ihn etwas von einem umfangreichen Sondereinsatz zur Suche von unzuverlässigen Elementen in Studentenmilieus abgehalten. Dutzende von jungen Leuten haben erleichtert aufgeatmet. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich denke auch. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!